Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Football Stars, unserem Football Manager bzw. dem Football Challenge Modus hier auf dem Kanal. Ihr könnt heute wieder in verschiedenen Challenges gegen mich antreten, zwei davon stelle ich euch vor. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da in der Videobeschreibung ist der Link zu Football Stars, checkt die auf jeden Fall aus und tretet gegen mich an. Ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn ihr da mitmacht und wenn ihr mir vor allem sagt, wie eure Ergebnisse so waren. Wir gucken gleich mal auf die Auswertung des letzten Spieltags, die war bei mir nicht so pralle, allerdings soll heute besser werden. Videobeschreibungen sind außerdem Links zu Social Media, Merchandise und IG Vault, 6% Rabatt in den Code Max Gaming TV und nicht vergessen, es gibt am Samstag ab 7 Uhr morgens einen 24-Stunden-Livestream twitch.tv/maxgamingtv. Auch da solltet ihr definitiv mal vorbeischauen. Allerdings erstmal hier. Eventuell hat einer von euch schon die Chance, noch was wieder 17 zu gewinnen. Das heißt, verpasst hier nicht bei den Challenges mitzumachen. Ihr könnt, wenn ihr diese Stars hier gewinnt, übrigens im Shop das Ganze auch einlösen. Und glaubt mir, da gibt es einige coole Sachen. Beispielsweise, wenn man sich hier mal den Premium-Shop anguckt, das war der Coin-Shop. Man kann beispielsweise Amazon-Gutscheine bekommen. Man kann FIFA 17 gewinnen. Man kann ein SanDisk Ultra für 32 GB gewinnen. Man kann beispielsweise einen Fußball gewinnen. Man kann alles Mögliche gewinnen. Auch Beats, wie wir hier sehen. Und ein iPad, ein Samsung Galaxy, eine Playstation. Man muss halt nur gut genug sein und ordentlich zocken. Und von daher lohnt sich das sogar. Macht auf jeden Fall mit. Es kostet nichts. Es kostet nur eine Menge Spaß, den ihr verpasst, wenn ihr es nicht macht. So. Wir fangen heute an, wir sehen hier die Challenges, einmal kurz auf die Auswertung gegangen. Letzte Woche war wieder nicht so pralle bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war relativ weak. Ich habe mal wieder die Bundesliga-Konferenz, wo man FIFA 17 gewinnen konnte, verloren. Und Leistungsexplosion in der Premier League habe ich ebenfalls verloren. Beides relativ bitter, bei der Bundesliga habe ich gerade gar nicht mehr im Kopf, wo ich war. Bei Leistungsexplosion hatte ich 10 Punkte Rückstand und hier, ja, eindeutig. Ja, beispielsweise ein Heinz hat nicht so klasse gespielt, ein Alaba hat nicht so klasse gespielt. Ja, das hätte auf jeden Fall besser laufen müssen. Naja. Aber gut, die meisten erfolgreichen Pässe war übrigens die Challenge nochmal so nebenbei bemerkt. Aber gut, wie gesagt, wir fangen heute wieder an und versuchen wieder erneut Erfolg zu haben. Und zwar mit zwei sehr coolen Challenges. Wir haben einige, die wir machen können, aber wir fangen an mit der Bundesliga. Und das ist der Grund ist dafür, dass wir die Challenge machen, die Freitagabend bereits entschieden sein wird. Und zwar BVB gegen, ja, Hertha BSC. Die spielen nämlich im Signal Iduna Park momentan Verfolgerduell, der BVB extrem ersatzgeschwächt. Allerdings wollen wir natürlich trotzdem hier mal aufstellen. Wir haben die Challenge, der hier 5 Spieler, die eine Menge Ballaktionen haben werden. Nur Spieler, die sich im letzten Spiel gut verkauft haben, sind verfügbar. Wer sich erinnert, Dortmund hat 2-0 verloren gegen Leverkusen, Hertha 2-0 gewonnen gegen Hamburg. Ist interessant, 20 Millionen Budget haben wir, 1-3-1-Formation. Schauen wir mal nach und gucken, was wir da machen können. Normalerweise müssten dann dementsprechend nicht so viele Dortmund dabei sein, aber anscheinend sind sie tatsächlich. Irgendwie ergibt das keinen Sinn, von wegen, die sich im letzten Spiel gut verkauft haben. Aber naja, so, ich habe mir auf jeden Fall schon mein Team zusammengestellt und dementsprechend zeige ich euch das jetzt. Ja, Mitchell Weiser auf jeden Fall. Dann haben wir dazu, wo ist er denn jetzt hin? Gerade eben war er doch noch da, warte mal ganz kurz. Mittelfeld, Lustenberger, den Kapitän der Herthaner. Julian Weigel, der ist nämlich nicht verletzt, im Gegensatz beispielsweise zu Castro. Dazu, im Sturm weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wen ich nehme. In der Abwehr hatte ich mich entschieden für Lukas Piszczek. Ich glaube übrigens auch, dass Dortmund gewinnen wird. Und im Sturm, das ist jetzt die große Frage, ich kann da nämlich gar nicht mehr so viel machen, weil ich nicht mehr so viele Coins habe. Allerdings entscheide ich mich da mal spontan für Genki Haraguchi. So, man könnte jetzt auch einen Emre Mor nehmen, ob der spielt, ist aber halt die Frage. Was meint ihr? Würdet ihr eher einen Haraguchi aufstellen oder eher einen Emre Mor? Ich glaube, dass der Haraguchi so oder so Ballkontakte haben wird. Ich könnte auch einen S-Wein aufstellen. Aber ich glaube, Haraguchi wird mehr Ballaktionen haben. Ist die große Frage. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung mal in die Kommentare. Das ist meine 11 für diese, oder meine 11, meine 5, eher gesagt, für dieses Spiel. Finde ich sehr, sehr interessant. Ich tippe übrigens auf ein 2:1 für den BVB, auch wenn sie verletzt sind. Sie müssen sich quasi rächen dafür, dass sie letzte Woche verloren haben gegen Leverkusen. Müssen wieder dranbleiben und dementsprechend zu Hause sind sie sowieso nur macht und gewinnen gegen den Verfolger aus Berlin. Die werden aber auf jeden Fall einen harten Fight liefern. Das wird eine sehr knappe Partie werden. Kann auch sein, dass unentschieden ausgeht. Ich glaube aber da an den BVB. Die zweite Challenge, man sieht sie eventuell schon. Es gibt Challenges, wo der beste Spieler in meinen Augen aller Zeiten den Titel so ein bisschen prägt, der Zidane-Faktor, den gibt es in der Liga, den gibt es auch in der Bundesliga, in der La Liga gibt es den, passenderweise hat er in der Liga gespielt, in der Bundesliga nicht, den gibt es auch in der Premier League und genau da werden wir daran teilnehmen. Worum geht's? Der letzte Pass kann ein Gedicht sein, keiner verkörpert die so sehr wie Zinedine Zidane. Übrigens, meine Bundesliga-Tipps kommen am Ende noch, erstmal meine Premier League-Tipps und meine Aufstellung. Ja, wir haben hier die komplette Konferenz, beziehungsweise alle Spiele aus der Premier League am Start, unter anderem auch Liverpool gegen United, das absolute Top-Spiel. Und es kommt darauf an, welche Spieler, 5 Mittelfeldspieler, ja, die meisten, beziehungsweise die besten Pässe und Flanken geben, aus den Tore fallen, also die meisten Assist-Punkte sammeln. Das ist definitiv schwierig, wir versuchen es trotzdem, 150 kostet die Teilnahme,
Wir können auch dann mal drauf gucken, wie es hier aussieht mit den Gewinnstrukturen. Ich glaube nämlich, es ist, genau, die Top 3 gewinnen was. Ist sehr interessant. Ich mache das mit ihm und wir sehen uns gleich wieder. Eine Sekunde bitte. Ausgereizt bis zum Schluss. Ihr seht hier, der letzte Spieler muss den Marktwert von unter 200.000 haben. Das ist Maloney auf der linken Seite. Einfach, weil ich unbedingt Kevin De Bruyne drin haben möchte. Das ist für mich der Spieler momentan, der Tore vorbereitet. Erst hatte ich Santi Cazorla drin. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das eventuell noch ändern soll. City spielt gegen Everton. Arsenal so gesehen nur gegen Swansea. Und dann könnte ich mir noch einen teureren Spieler als Maloney leisten. Ist die große Frage. Die Sache ist nur, wen? Und vor allem von welchem Team? 4 Millionen. Na, Sekunde nochmal. Ich glaube, ich mache das, weil De Bruyne ist einfach zu teuer mit 11. Mal sehen, ob ich das bereuen werde. Cazorla, Ibe, Redmond, Pereira und Michel Antonio. Redmond hat momentan bei Southampton 10er gespielt. Dusan Tadic, dafür reicht das Geld leider nicht. Cazorla legt eigentlich immer ganz gut was auf. Natürlich nicht so gut wie Özil, aber mal schauen. Jordan Ibe dann bei Bournemouth. In meinen Augen mit der beste Spieler. Pereira, ein guter Spielmacher und ich glaube, Watford gewinnt gegen Middlesbrough. Und Antonio bei West Ham, weil er bisher bei denen der beste ist und weil die dringend gewinnen müssen und es geht gegen Crystal Palace. Ich werde gleich sagen, was ich getippt habe, aber sie müssen halt gewinnen und deswegen gebe ich ihm einfach mal das Vertrauen und nehme ihn damit rein. Meine Tipps, ihr seht es da schon aufgelistet. Stoke gegen Sunderland, 2:1 für Stoke, im absoluten Abstiegsduell 19. gegen 20. Middlesbrough gegen Watford, 1:1. United gegen Liverpool, das Derby 2:2. Chelsea gegen Leicester, 2:1, Heimerfolg für die Blues. Momentan ist Leicester nicht so gut drauf und ich glaube Chelsea ziemlich. Arsenal zuletzt gegen Burnley gewonnen, Swansea war aber auch nicht schlecht, trotzdem glaube ich an 2:0 Sieg für Arsenal. Dann die Spurs gegen West Brom, 1:3 auswärts für die Spurs, die ja momentan sehr stark drauf sind und letzte Woche City geschlagen haben. Southampton gegen Burnley, 1:0. Burnley gegen Arsenal unglücklich verloren, 1:0. Ich glaube, gegen Southampton wird es auch genauso laufen. Dementsprechend passt es auch mit Redmond. City gegen Everton, 2:0. Ja, wie gesagt, da bin ich mir relativ sicher. Allerdings ist Everton auch nicht gerade schlecht und kann mit dem defensiven Kampf einiges leisten, auch wenn die Defensive unter Martinez nie sonderlich stark war. Wenn Martinez überhaupt noch Trainer ist, vielleicht rede ich mich auch hier gerade über Kopf und Kragen, aber mal sehen. Ich weiß es nicht. Trotzdem, ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass es 2:0 ausgeht. Nehmen De Bruyne trotzdem halt nicht rein. Palace gegen West Ham, 1:1 habe ich getippt, aber vielleicht auch ein 2:1 für West Ham. Wenn Antonio 2 Vorlagen macht, ist das okay. Und Bournemouth gegen Hull City, habe ich ein 2:1 gesagt für Bournemouth und das würde halt perfekt passen, wenn Jordan Ibe da seinen Anteil haben würde. So, kommen wir mal kurz zu den Tipps zur Bundesliga. Das erste Spiel, Dortmund gegen Hertha, wie gesagt 2:1 für die Borussia. Eintracht Frankfurt gegen Bayern München 0:2. Werder Bremen gegen Leverkusen 1:2. Köln gegen Ingolstadt 2:1. Mainz gegen Darmstadt 2:0. Hoffenheim gegen den Sportclub 2:2, sage ich da. Augsburg gegen Schalke 04 1:3 tatsächlich. Wolfsburg gegen RB Leipzig. Ah, schwierige Geschichte. 1:2. Gladbach gegen Hamburg 2:0. Ja, das sind meine Tipps fürs Wochenende. Schreibt mir gerne eure in die Kommentare. Wir werden wieder sehen, wer bei Kicktipp die meisten Punkte hat. Die letzten Spieltage lief es bei mir so mäßig, aber das ist auch bei den Challenges so. Ist halt immer so mit Tipps. Man kann sich nie sicher sein und deswegen müssen wir abwarten. Und ich bin halt niemand, der unbedingt unkonventionell tippt. Und manchmal reden das halt Glück. Beispielsweise ein Unentschieden bei Bremen gegen Darmstadt, hätte ich nicht gedacht. Aber andere haben halt gesagt, ach, tippen wir mal unkonventionell. Und hat funktioniert. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall war es das von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Football Stars vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.